Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Psychologe, Paartherapeut und so weiter und so fort. Immer ein bisschen mit Interesse an auch spirituellen Dingen, psychologischen, dieser Schnittstelle. Und ich habe jetzt öfter mal englische Kommentare unter meinen Videos. Hört jetzt eh keiner von denen, aber danke dafür. Und ich hatte ja ein Video gemacht über Teal Swan, sehr relativ kritische Video, und da hatte jemand drunter geschrieben, ob ich nicht mal über Esther Hicks oder Abraham Hicks ein Video machen kann. Und fand ich eine spannende Idee, weil ich die auch eine ganze Zeit lang verfolgt habe. Wer die nicht kennt, das ist die Frau, auf die viel zurückgeht, eigentlich mit dieser ganzen Geschichte Gesetz der Anziehung, auf die war auch schon deutlich vor The Secret, also dieses Buch über Gesetz der Anziehung, beziehungsweise den Film über Gesetz der Anziehung, die ist auch in ersten Versionen des Films, ist sie interviewt worden, die hat sogar 10% Anteil, sollte sie haben an den Einnahmen des Films. Und ja, wie das dann so ist in der spirituellen Szene, sind ja die größten Egos, haben die im Film, haben gesagt, nee, wir wollen die ganze, wenn ich das richtig verstanden habe, die ganze Kohle für uns haben, und haben sie da raus gedrängt, was natürlich nicht sehr spirituell ist. Ja, also ich finde sie wirklich eine spannende Person. Also wer sie nicht kennt, was macht sie eigentlich genau? Wie gesagt, sie referiert über das Gesetz der Anziehung. Sie macht ganz viele so Live-Veranstaltungen, und da kommt jemand so für 5 Minuten nach vorne, hat eine Frage und sie beantwortet die eigentlich spirituell mit dem Gesetz der Anziehung. Jetzt muss man sagen, was sie sagt, beantwortet nicht sie diese Fragen, sondern sie channelt halt ein, sagt sie, eine Entität, spirituelle Entität, die Abraham heißt und die ein unglaublich intelligent sein soll und aus 100 Einzelwesen besteht, wo auch bekannte Namen dabei sind. Ich weiß auch nicht, warum es immer so ist. Naja, ist ja auch egal. Also es ist so, wie es ist. Und keine Ahnung. Und das Problem ist natürlich da schon immer, also nicht, ich persönlich kann mir vieles vorstellen, aber es ist natürlich immer schwierig, wenn dann so jemand jetzt channelt, wie man das so nennt, und sagt dann, ich habe das ja gar nicht gesagt, das hat dieses Medium gesagt, was habe ich damit zu tun, wenn das Medium sagt, sowas, das und das machen, ey. Keine Ahnung, ist natürlich, also wie gesagt, das, letztlich weiß ich es nicht, weiß es keiner, aber jetzt so was so eigene Verantwortlichkeiten angeht, ist natürlich schon mal so ein kleiner Schnitt drin, sage ich mal. Gut, das soll jetzt aber gar nicht im ersten Schritt, also was ich sehr kritisch daran finde, sage ich später noch, aber im ersten Schritt gar nicht so kritisch sein, weil ich finde, man kann sie sich echt gut, wenn man sich für Gesetz der Anziehung interessiert, kann man sich das echt gut anhören. Ich finde schon, dass es irgendwie einem gute Laune macht, hochschwingend drüber kommt, also auch so die Kernbotschaft ist auch von ihr, eigentlich geht es einfach nur darum, glücklich zu sein im Leben, sein Glück zu suchen, in eine hohe Schwingung zu kommen, was ich auch oft sage, ist ja auch ein großer Teil von meinen Manifestationskursen, in hohe Schwingung zu kommen, positiv auf Sachen zu blicken, und dann zieht man eben auch tendenziell bessere Umstände an, oder auch so eine Idee, die ist ja auch in meiner Arbeit drin, wenn du dich selber komplett ablehnst, dann werden dich auch andere ablehnen, also zu sich selber gut sein, sein eigenes Glück suchen in jeder Sekunde im Grunde genommen, ne? Viel meditieren, Sachen machen, die hochschwingend sind, kann man jetzt auch echt nichts gegen Negatives zu sagen, und es macht Spaß, sie ist sehr humorvoll, wie gesagt, man kann vielleicht nicht mit jeder Einzelheit mitgehen, aber ja, das macht häufig gute Laune, ihr zuzuhören. Und ich sage auch mal so, selbst wenn man die Welt nicht groß ändern würde mit positiven Gedanken, ist es natürlich trotzdem, macht es mehr Spaß, positiv aufs Leben zu gucken. Es macht einfach bessere Laune. Und selbst wenn es nur eine Brille wäre, wäre es immer noch ein Gewinn. Ne? Das muss man natürlich ganz klar sagen.
Also bis dahin finde ich wirklich, ist von diesen Selbsthilfe-Gurus wirklich eine der angenehmeren. Also ich finde sie teilweise wirklich sehr angenehm und ja, hat auch kein Following, was bei ihr zu Hause wohnt irgendwie oder solche komischen Sachen oder macht irgendwelche ewig langen Prozesse, wo sich Leute verstricken oder, weiß ich nicht, taucht die 10-mal unter im Wasserbecken und so komische Sachen, was man da bei Thiel Swan gesehen hat. Also insofern, ja, spannend, vor allen Dingen gesagt, wenn man sich für Gesetz der Anziehung interessiert und auch wenn man jetzt sagt, das ist kein Gesetz, aber kann man immer noch sagen, ja, psychologisch kann man da auch viel rausholen, ne? Dass es natürlich gut ist, viel von sich selber zu halten, positiv auf Dinge zu gucken, davon auszugehen, dass man viel mehr, dass man seine Ziele erreichen kann. Also da kann man wirklich nichts gegen sagen, so, ne? Ja, was ist vielleicht problematisch? Also erstmal innerhalb der spirituellen Szene, also viele mögen sie auch, muss man einfach sagen. Aber manche sagen auch, es ist vielleicht ein bisschen zu platt, weil es gibt noch von, ich glaube, Jane Roberts oder hieß die SETH, also S-E-T-H, das ist auch, geht in eine ganz ähnliche Richtung, also auch ein gechanneltes Medium sein und das war in den 70ern, glaube ich, und da gibt es wirklich dicke Bücher und da muss man wirklich sagen, wenn man das so liest, ist wirklich sehr komplex, das denkt man echt, das kann sich, fragt man sich echt, kann sich das jemand ausgedacht haben, wirklich, aber okay, und wird manchmal gesagt, dass es ein bisschen auch ein Abklatsch davon ist, aber letzten Endes natürlich hat das so ähnliche Themen, ich meine, die, also finde ich jetzt auch nicht wirklich gravierend oder valide. Und aber eine Sache, die mir wirklich Bauchschmerzen macht und die auch letzten Endes dazu geführt hat, dass ich es jetzt selten, eigentlich habe ich es schon lange nicht mehr geguckt, ist, dass sie halt sagt, was ja auch häufig in der spirituellen Szene gesagt wird, alles, dein ganzes Leben manifestierst du selbst. Also wenn du jetzt 5 Verkehrsunfälle hintereinander hast, hast du selbst manifestiert. Wenn du schwere Krankheit hast, hast du selbst manifestiert. Wenn du auf der Straße angegriffen wirst, hast du dir selbst manifestiert. Und das finde ich sehr problematisch. Also mein letzten Endes, mein Gott, wer weiß das schon, wie das Leben so funktioniert. Und natürlich, wenn ich zum Beispiel mich nicht anschnalle, habe einen Autounfall, habe sehr schwere Verletzungen, kann ich natürlich sagen, ja gut, dadurch, dass ich mich nicht angeschnallt habe, habe ich natürlich ein bisschen mitgewirkt an der ganzen Sache. Okay, aber jetzt wirklich alles, wenn wirklich random-mäßig im Urlaub überfallen wirst oder was weiß ich, noch nicht mal im Urlaub, irgendwie in deinem Dorf überfallen wirst, random-mäßig. Und dann zu sagen, das hast du dir selber kreiert. Ich meine, bei ihr hört sich das wirklich immer so ein bisschen freundlicher an, so, aber letzten Endes sagt sie es. Und auch bei größeren Dingen, die in der Menschheitsgeschichte passiert sind, 9-11, was weiß ich, sagt sie halt auch, ja, ist Manifestation von vielen Menschen und ich meine, jeder soll glauben, was er will, aber das Problem für den Einzelnen dabei ist, wenn du Teil davon bist und du hörst diese Botschaft, ist das so ein bisschen wie so ein Gaslighting, finde ich, so ein spirituelles Gaslighting und das finde ich hochproblematisch, wenn es dir sowieso schon beschissen geht, weil du echt eine Scheißsache erlebt hast, ne? Wo du echt denkst, warum ich, ne? Warum muss ich das jetzt erleben, ne? Warum hatte ich einen schweren Unfall oder irgendwie sowas? Und dann kommt noch jemand und sagt, ja, warum hast du das eigentlich manifestiert, du Blödi, du blödes Ding? Wieso, ja, warum hättest du ja gar nicht manifestieren brauchen? Ja, fühlt man sich nicht besser, fühlst du dich also erstmal richtig beschissen, vor allem, wenn man das glaubt. Und so ist man auch selber schuld dran. Ne? Und ich meine, ich bin ja immer für Selbstverantwortung und alles. Aber das hat schon was Grausames. Also nicht, dass es, ich glaube nicht, dass sie irgendwas Grausames will, aber das hat kann eine grausame Wirkung haben auf Menschen, sehr unempathisch rüberkommen. Man kann alles so abtun. Das hat, ja, Gott, manifestierst du halt nicht oder. Oder man fängt dann an, so komisch seine Gedanken zu kontrollieren. Oh, habe ich jetzt irgendwas Negatives gedacht vor dem Unfall? Gott, ich muss jetzt jede Sekunde meine Gedanken kontrollieren, dass ich bloß nichts Negatives denke. Und da gibt es tatsächlich Forschung, dass Sachen zu unterdrücken in der Psyche mehr Schaden bringt als
ja, sie auf eine konstruktive Weise anzunehmen und zu sagen, okay, ich habe diese Gedanken, ich habe diese düsteren Gedanken, ich habe diese niederschwingenden Gedanken. Also psychologisch lässt sich das nicht belegen, dass, also nicht in jedem Fall auf jeden Fall, nicht so zu 100%, mag Ausnahmen jetzt geben, aber müssen jetzt auch nicht zu detailliert machen, aber es mag Ausnahmen geben, aber es gibt tatsächlich psychologische Forschung, die sagt, unterdrücken ist vielleicht nicht bei allen Sachen das Beste so. Und aber darauf läuft es häufig hinaus, ne? Dann, weil was so, was sie halt so sagt, ist, das Universum kennt deine Wünsche und die einzige Hinderung, dass das Universum deine Wünsche erfüllt, ist, dass du nicht in einer hochgenommenen Schwingung bist. Dann kannst du sozusagen das Geschenk vom Universum kannst du nicht annehmen, weil deine Schwingung nicht hoch genug ist für dieses Geschenk so, ne? Aber wenn du deine Schwingung nur hoch genug kriegen kannst, kannst du im Grunde genommen alles erreichen. So, ne? Ich sage jetzt, wie gesagt, das ist natürlich auch, ich nutze diese Tools ja auch in meinem Manifestationskurs, der übrigens gerade läuft, wo ihr noch einsteigen könnt. Aber ich würde jetzt nie das so absolut sagen, weil ich finde, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für Leute, die wirklich Scheiße erlebt haben. Und es gibt noch ein ganz großes Problem mit toxischen Beziehungen. So. Weil sie hat im Grunde genommen nicht so ein Grenzkonzept. So, ne? Sie hat jetzt nicht wirklich so was. Jetzt, klar sagt sie so, du musst nichts erleiden oder so, aber wenn dir halt irgendwas Blödes passiert, dann ja, hast du das halt selber manifestiert und würde jetzt nicht sagen, ja, da musst du in Zukunft musst du härtere Grenzen setzen oder klarere Grenzen, was ich immer sagen würde, Chance und Dealbreaker, sondern sie sagt dann, ja, du musst halt deine Schwingung ändern, dann ziehst du die Leute gar nicht erst an. Wie gesagt, ich finde es nicht grundsätzlich falsch. Ich nutze das ja auch häufig, nur also für mich kann das nicht die einzige Wahrheit sein. Und dafür wird sie auch hart kritisiert. Also sie wird, man findet nicht zu viel Kritik über sie, aber wofür sie hart kritisiert ist, dass sie Leute hält in toxischen Beziehungskonstrukten. Und zwar sagt sie da so, also wenn du jetzt in einer toxischen Beziehung bist, sagt sie, ja, kämpf da nicht gegen an, dann machst du sozusagen noch, gibst du noch mehr Energie rein, ja, okay. Und du musst deine Schwingung ändern, weil dann entweder ändert sich dein Partner oder du ziehst neue Menschen an. Und wie gesagt, also das, wenn du an deinem Liebeship arbeitest, das ist eine andere Einstellung zu dir selber, würde ich auch sagen, man kann sein, also Liebeship, das habe ich ja auch so ein Sender-Empfänger-Modell. Ja, aber du kommst halt gar nicht erst raus aus toxischen Beziehungen, wenn du nicht knallharte Grenzen setzt, ne? Und da kannst du, das ist meine Erfahrung, kannst du so lange an deiner meditieren, wie du willst, und an deiner Schwingung arbeiten, wenn du nicht handelst entsprechend, wird da einfach nichts passieren. Und dass sich jetzt Menschen, die sich toxisch gegenüber einem verhalten, dass die sich ändern, das wissen wir ja alle, das passiert einfach in der Realität praktisch nicht so, ne? Und schon gar nicht ändert sich die Dynamik, ne? Und also das finde ich wirklich einen ganz gefährlichen Rat, wenn jemand in einer toxischen Beziehung ist, sagen, ja, schwing mal einfach höher, arbeite an deiner Schwingung, meditiere mehr. Meditieren ist natürlich immer eine super Idee, aber meditiere mehr und dann wird sich das schon irgendwie auflösen. Ganz schlechter Rat. Und dass das sozusagen überlegene Intelligenz sowas sagt, jenseits meiner Vorstellungskraft. Also da muss ich echt sagen, steige ich echt aus. Und da kommen wir auch in diesen Bereich von toxischer Positivität, also Toxic Positivity, so ein Begriff. Wir haben ja auch schon Spiritual Bypassing, also dass man psychologische Konflikte einfach wegatmet, wegschwingt, sich so sagt, ja, die Welt ist so, Gott ist so, das Universum ist so, keine Ahnung, ich gucke da gar nicht hin, ich sehe das gar nicht, ich nehme es gar nicht wahr. Das ist manchmal eine gute Lösung, aber es kann nicht die einzige Lösung sein. Und alles so in, ja, in Schwanchen rosa zu packen und alles ist toll in der Welt und alles hat seinen Sinn und alles ist total unproblematisch und letztlich, ja, weiß ich nicht, kann ich alles immer in eine positive Richtung drehen. Also ihr merkt schon, wenn ich das sage, weil ihr hört manchmal von mir manchmal vielleicht auch Sachen, die scheinbar erstmal ähnlich klingen.
ist nicht komplett falsch, aber in dieser Totalität finde ich es falsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und führt dazu, dass man, also diese Polarität, die das Leben eben hat, diese Hell-Dunkel-Polarität, dass man die versucht auszublenden. Und da kommt meiner Ansicht nach die Dauer nichts Gutes raus. Und man muss es auch einfach akzeptieren, dass es dunkle Seiten im Leben gibt. Und man kann nicht alles immer positiv sehen, so, ne? Also finde ich zumindest. Und also das hat mich dann, vor allen Dingen, wenn man selber im Bereich toxischer Beziehungen arbeitet, und dann habe wirklich ganz viele Videos von ihr dazu geguckt und fand ich echt schwierig. Dann bei der Recherche zu diesem Video habe ich dann noch gelesen, dass sie in ihrem ersten Buch auch Vorhersagen getroffen hat, so bezüglich Erdbeben und so. Das kennen wir ja schon aus der spirituellen Szene, natürlich Sachen, die natürlich nie eintreten. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon mal irgendwas eingetreten ist, was irgendjemand vorhergesagt hat, frage ich mich wirklich. Und die wurden dann rauseditiert aus in neueren Auflagen. Und ja, das habe ich dann mal, wie gesagt, das mal recherchiert, und habe ich dann Kommentare drunter gefunden, wo dann Leute schreiben, ja, es hätte passieren sollen, aber weil wir alle uns gewünscht haben, dass es nicht passiert, ist das Erdbeben nicht passiert. Also das Problem ist, das ist wie mit Verschwörungsideologien und ich weiß nicht was, du kannst es dir immer so zurechtdrehen, dass es passt so, ne? Und ja, aber es ist wirklich schwierig, weil bei ihr, weil, wie gesagt, diese Aussage zu toxischen Beziehungen finde ich ganz schlimm und problematisch, aber man kann natürlich eine andere Meinung dazu haben. Man sollte dann vielleicht nur nicht sagen, es ist die absolute Wahrheit, weil es kommt ja direkt von irgendeinem Engelwesen. Das ist natürlich echt schwierig, ne? Muss man schon sagen. So. Also wenn man einfach nur eine andere Meinung hat, ist ja nochmal eine andere Geschichte. So, ne? Ach, das ist schon alles echt. Ich finde den Bereich gerade ganz schwierig, sage ich euch ganz ehrlich. Ey. Ganz, 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 ganz schwierig. Ey. Also, wie gesagt, man kann eine andere Meinung haben. Aber ich muss zugeben, das muss ich ganz klar auf der Plusseite. Das, also guckt euch gerne mal Videos an von ihr. Ist sehr, macht häufig wirklich echt gute Laune. Das kann sie wirklich super. Und ja, was mir auch, also ob man immer alles so glaubt, also sie erzählt natürlich dann auch Sachen, wie sie sich so Sachen manifestiert im Leben. Jetzt muss ich aber auch zugeben, ich habe schon krasse Manifestationserfahrungen gemacht. Leute in meinem Kurs haben schon krasse Manifestationserfahrungen gemacht. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, ob es stimmt oder nicht. Was ich ein bisschen tragisch fand und auch schwierig, aber auch das lässt sich letztlich nicht auflösen, dass ihr Mann, der übrigens so ein Verkaufsgenie gewesen sein soll, wobei ich nicht finde, dass er irgendwie so aggressiv Werbung macht oder so, kann man wirklich, also ich weiß nicht, ob ich habe mal gelesen, die macht überhaupt keine Werbung, sondern nur Mundpropaganda, aber ich weiß es nicht, aber ihr Mann ist an Krebs verstorben vor einigen Jahren, und da haben natürlich viele gesagt, mein Gott, wenn ihr so die Manifestationsweltmeister seid, wie kann das sein? Aber natürlich gab es auch dazu wieder eine Story, dass das dann für die beiden aber genau gepasst hatten, weil die dann so lange Zeit hatten, sich zu verabschieden, und er wollte halt nicht mehr leben, und deswegen hat er sich, ich steige da immer aus, aber letzten Endes, des Menschen Wille ist sein Himmelreich, und wer das so sehen will und wem das was bringt, wunderbar. Also letztlich bei den Teal Swan Videos auch, wenn die einem was bringen, und alles gut, aber vor allen Dingen wegen diesen Sachen mit toxischen Beziehungen habe ich einfach mal die Gelegenheit mal ergriffen, einmal was zuzusagen, aber man kann sie jetzt nicht rundheraus in jedem Aspekt kritisieren, weil ich finde, sie hat wirklich einen validen Beitrag gebracht, wie man Sachen angehen kann, so wie man, das macht auch Spaß, damit zu spielen, mit diesen Manifestationsaufgaben und mal zu gucken, wie weit kommt man da, und ob man dann sagt, das ist jetzt wirklich manifestiert oder ist es ein psychologischer Effekt, ist ja auch letztlich egal. Und da hat sie wirklich, egal ob sie das jetzt gechannelt bekommt oder sich selber ausgedacht hat, einen starken Beitrag geliefert, muss man ganz klar sagen. Und
auf den ganz viel zurückgeht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie das erfunden hat, weil ich glaube, es gibt schon seit Jahrhunderten irgendwo, aber sie hat einen ganz starken Impuls, in unserer Zeit einen ganz starken Impuls gesetzt und hat viele Leute beeinflusst und nicht alle haben sie erwähnt als Quelle. Das muss man ganz klar sagen und das finde ich immer scheiße. Das finde ich immer scheiße. Und das könnt ihr auch mal angucken, ist wirklich interessant. Bei dieser Konflikt um diesen Film The Secret fand ich das besonders ekelhaft, wie sie da ausgebeutet worden ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie sie darüber zum Beispiel auch redet, nicht irgendwie wütend, hasserfüllt, sondern also die Art, wie sie kommuniziert, ist wirklich sehr, sehr angenehm zu hören, muss ich wirklich sagen. Ja, ich bin gespannt, wie das geht, falls ihr sie kennt und ob ihr mehr so Videos haben wollt oder ob ihr andere Personen habt, wo ich mal was, eine Meinung zu sagen soll, schreibt es mir gern und wir sehen uns bald wieder.